Hallo zusammen und seid herzlich begrüßt zum dritten Teil des Tutorials, wie baue ich ein Haus aus Resin. Ja, nachdem wir in Teil 1 das Resin bearbeitet hatten und den Grundaufbau des Hauses zusammengestellt haben, hatten wir in Teil 2 ja, das Thema der farblichen Behandlung. Und heute kommen wir eigentlich zur Komplettierung des Hauses. Wie ihr gerade seht, bin ich noch dabei, eine der Türen anzumalen. Und nachdem dann alle Türen und Fenster angemalt sind und die Glasfolie hinter den Fenstern angebracht ist, kommen wir dazu, dass diese dann eingebaut werden. Ja, hier lasse ich mal den Film wieder schneller laufen, denn auch dieser Teil wird doch wieder um die 20 Minuten lang, aber ich denke, es sind trotzdem noch genug Informationen dabei, die für viele interessant sein können. Ja, wie ihr seht, ich benutze wieder den Kunststoff-Sekundenkleber. Einfach vier Punkte an den vier Ecken. Das Fenster einsetzen und fertig ist die Sache. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, nachdem ich Teil 1 ja veröffentlicht habe und dort einige Kommentare auftauchten, dass ich doch bitte beschreiben möchte, welche Materialien ich benutze und von wem diese sind, könnt ihr unter der Filmbeschreibung, unterhalb des Filmes, halt alle Artikelhersteller, die ich so jetzt hier benutzt habe, in den drei Teilen finden und euch dort mal umschauen. Ich hoffe, dass das so zufrieden ist für alle und jeder da seinen Teil rausfinden kann. Dann kam noch ein weiterer wichtiger Hinweis, der mir ganz entgangen ist. Und zwar solltet ihr Resin schleifen mit Schleifpapier oder sogar maschinell, tragt bitte dringend einen Mundschutz, da der Staub des Resins wirklich gesundheitsschädlich ist. So, kommen wir zurück zum Film. Hier habt ihr jetzt gerade gesehen, dass ich die Tore und auch die Türen nochmal behandle. Und zwar mit dem AK Matt Lack. Ultra Matt heißt er auch. Und AK 193 ist die Artikelnummer, weil das ist wirklich in meinen Augen, ich hatte es auch schon mal in einem anderen Film erwähnt, der matteste Lack, den es zurzeit auf dem Markt gibt. Dadurch kommt natürlich wieder alles noch realistischer zum Vorschein. Ja, die ganzen Sachen sind natürlich jetzt wieder in der Trocknungsphase und ich widme mich wieder dem Innenleben des Gebäudes. Wie ihr seht, habe ich mittlerweile schon die nächsten Wände auf der ersten Etage aufgebracht. Und ich nehme in diesem Fall jetzt mal diese aus Pappe bestehenden Strukturplatten, Holzimitat. Ich meine, es war von Busch in diesem Fall und beklebe den Boden damit. Ihr werdet nachher vielleicht auch sehen, im Grunde genommen ist es schon sehr viel Umstand, den ich da für die Inneneinrichtung aufbringe. Weil durch die Fenster ist das der einzige
die einzige Möglichkeit, das Ganze zu sehen. Und man muss da schon sehr genau hinschauen. Aber ich sag mir immer, ich weiß, dass da eine Inneneinrichtung ist und ich weiß, wie die Inneneinrichtung wirkt. Und allein schon dieser Gedanke ist eigentlich das A und O, was mich dazu bewegt, solche Gebäude, die halt doch ein bisschen näher am Anlagenrand sind, auszustatten. Allein schon das schemenhafte Erscheinen der Inneneinrichtung ist für mich schöner, als da jetzt zum Beispiel eine Gardine hinzukleben, die ja in so einem Gebäude zum Beispiel gar nicht zu suchen hat. Und ein leeres Gebäude wiederum würde genauso auffallen, wenn ich dieses ja beleuchte. Also, dann baue ich doch lieber Inneneinrichtung ein. Und wer dann genau hinschaut, sieht auch, was in diesem Gebäude los ist. Nachdem jetzt die Bodenplatten aufgebracht worden sind, bearbeite ich diese, obwohl sie aus Pappe sind, auch nochmal wieder mit einem Washing. Denn die Holzstruktur auf diesen Platten ist in meinen Augen definitiv zu hell. Und durch das Washing scheinen sie aber trotzdem noch schön durch. Und der Boden sieht so nachher wieder realistisch aus. Falls ihr euch jetzt wundert, warum der rechte Bereich noch einfach grau war, das ist halt der Bereich, der hier hinter dem Tor ist. Ja, an dem Gebäude ist eine Lampenimitation angebracht. Und da ist es natürlich doch eigentlich schön, dort Licht anzubringen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit wunderbar, indem man mit einer SMD-LED, in diesem Fall ist es eine 0402, also wirklich sehr klein, dort über die Tür Licht anbringt. Ich finde sowieso in der heutigen Zeit, wo wir so fortschrittlich mit den LEDs sind, was die Größe angeht, was die Farbtemperaturen angeht, sollte man ganz auf die Glühbirnchen oder überhaupt diese Glühlampenfassung, wie es sie ja immer noch von den großen Herstellern gibt, verzichten und mehr halt auf diese SMD-LEDs umsteigen. Es ist auch keine Schwierigkeit, zumal sie gibt es bereits schon verkabelt. Das heißt also, ich brauche nachher nur noch, hier konntet ihr jetzt gerade schön sehen, wie das Licht da leuchtet, ihr braucht nachher nur noch den Widerstand und die Schutzdiode anzulöten, das Verlängerungskabel, und schon ist die Sache erledigt. So, hier könnt ihr jetzt sehen, in der Zwischenzeit hatte ich ja auch schon die Inneneinrichtung bearbeitet. Hier muss man noch ein bisschen anpassen, dass es einfacher reinrutscht. Und da seht ihr, was ich alles eingebaut habe. Eine genaue Detailansicht seht ihr dann nochmal am Ende des Filmes als Foto. Und hier konntet ihr jetzt gerade sehen, hatte ich wieder eine SMD-LED hochgehalten, diesmal eine 0602. Und diese verwende ich zum Beispiel für die Raumbeleuchtung. Das Schöne ist halt auch wieder bei diesem Kleber, eben ein Punkt drauf,
unter die Decke quetschen. Aktivatorspray nochmal wirklich festdrücken mit einer Klammer und die Sache ist schon erledigt. Und natürlich auch wesentlich natürlicher, als wenn da jetzt eine Glühbirne mit Schraubgewinde unten auf der Erde stehen würde. Oder zum Beispiel auch, das gibt ja eine LED mit Schraubgewinde mittlerweile von den großen Herstellern, die in meinen Augen allerdings auch wieder zu bläulich sind. Warum die großen Hersteller noch nicht auf die Idee gekommen sind, dort auch mal warmweiße Lichter anzubieten, bleibt mir ein Rätsel, wo der Preisunterschied heutzutage in der Herstellung eigentlich killefit ist. So, die LEDs sind alle eingebaut. Funktionalität kontrolliert. Und dann können wir die Kartonstruktur nochmal bearbeiten, indem wir die Kabel einlassen, damit es nachher beim Ein- und Rausschieben ins Gebäude zu keinen Komplikationen kommt. Ja, und dafür nehmen wir einfach einen handelsüblichen Dremel No-Name oder einen Markenname, vollkommen egal. Die funktionieren alle gleich. Sie haben nur Preisunterschiede. Und das Zubehör kann man sowohl bei der einen Marke wie auch bei der anderen Marke benutzen. Hier das Gerät, was ich jetzt zum Beispiel gerade benutze, ist ein Proxon. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber der ist garantiert schon 25 Jahre alt. Wird ganz normal über einen handelsüblichen Trafo betrieben, einen uralten Fleischmann-Trafo, und funktioniert immer noch. Das heißt also, wenn ihr Trafos über habt und euch ein Proxon, Dremel oder wie sie auch alle heißen, kauft, müsst ihr nicht diese angebotenen Trafos da unbedingt billig nehmen. Ein Gleichstrom-Trafo reicht dafür auch. Ja, nachdem wir jetzt halt die Aussparung mit dem Dremel bearbeitet haben, wird auch hier das Kabel einfach dann eingelegt mit Sekundenkleber wieder befestigt, fixiert. Und schon ist das Ganze erledigt. Nochmal ein kleiner Funktionstest. Ja, auch hier sieht man, die LEDs funktionieren. Wir haben also nichts beschädigt beim Ein- und Ausbauen. Und so kann man schon mal die erste Wirkung sehen. Jetzt im Film für euch natürlich nicht so. Aber nachdem das jetzt alles fest ist, können wir das Gebäude mit dem Dach abschließen. Die Inneneinrichtung ist trotzdem weiterhin noch zum Rausnehmen. Falls man da irgendwie mal was austauschen muss oder verändern möchte. Ja, wie ihr seht,
Das Dach sitzt jetzt fest. Es wird noch der Schornstein angebracht. Und damit wäre das Gebäude fast fertig. Es fehlen lediglich noch die Dachrinnen und Fallrohre. Diese sind auch beim Bausatz dabei. Allerdings, wie ihr hier seht, benutze ich gerne die Dachrinnen und Fallrohre von Auhagen, die ich auf die mir passenden Länge ablenken kann. Und ich finde sie auch schöner als hier zum Beispiel die gegossenen aus dem Bausatz. Hier konntet ihr jetzt gerade sehen, ich benutze jetzt da jetzt den ganz normalen Faller Plastikkleber. Wie ich schon in Teil 1 erwähnte, auch der Plastikfallerkleber eignet sich zum Zusammenbauen mit Resin. Allerdings braucht er natürlich wesentlich länger, um zu kleben. Ja, jetzt kommt mal ein kleines Kitbashing. Und zwar gefällt mir das Dach jetzt so im Original nicht, auch wenn ich schwarz angemalt habe. Aber wir benutzen jetzt mal 240er Schleifpapier und kleben dieses aufs Dach. Dazu einfach die Dachgröße ausmessen. Die Rückseite des Schleifpapiers übertragen und ganz wichtig, mit dem Cuttermesser auf der Rückseite schneiden. Mit der Schere ist es relativ ja egal, aber jetzt, wo wir gleich die Streifen schneiden, immer auf der Rückseite mit dem Cuttermesser, ansonsten ist eure Klinge schneller stumpf, als ihr gucken könnt. Das Schleifpapier wird jetzt ganz normal mit UU-Alleskleber aufgeklebt. Dabei müsst ihr euch nicht wundern, das Schleifpapier wird sich da durch den Kleber wellen. Das heißt also, die Seiten kommen hoch und man hat im Grunde genommen ein kleines U. Aber das bringt natürlich auch wieder einen guten Effekt, dass man dadurch wirklich die einzelnen Bahnen vernünftig sieht. Runterdrücken, am Ende, wenn alles drauf ist, nochmal beschweren. Dafür eignen sich die Winkel natürlich auch wieder sehr gut. Und erstmal zur Seite stellen. Hier zeige ich euch jetzt mal der kleine Schuppen. Wird jetzt auch noch mit einer kleinen Werkstatt ausgestattet. Hier anpassen. Und sobald das wirklich passig in dem Gebäude ist, die Grundplatte, so dass man sie immer wieder rausnehmen kann, geht es dann einfach los. Und die Gerätschaften sowie Möbelteile und so weiter
werden auf die Grundplatte geklebt. Das Ganze wird jetzt gemacht, natürlich während die Grundplatte in dem Gebäude ist. Hier die Werkbank, nur mal so als Beispiel, besteht einfach nur aus Polystyrolstreifen und Styrodur. Und wirkt durch den Blick durch das Fenster nachher trotzdem als wirklich vollwertige Werkbank. Es wäre jetzt einfach zu schade, wenn man nur von der Rückseite so eine Werkbank sieht, da eine von diesen, die ihr dort sehen könnt, 3D gedruckten Werkbänken zu benutzen. Ja, auch diese Regale hat mir der Manuel von Kleingedrucktes in H0 mal mit seinem 3D-Drucker gemacht. Genauso wie diese verfahrbare Werkbankwagen. Auch die Metallsäge, die da als Maschine drin steht. Einfach mal auf seiner Seite vorbeischauen. Wie gesagt, Beschreibung steht unterhalb des Filmes. Und hier konntet ihr jetzt gerade sehen. Wie die Gerätschaften alle auf der Platte aufgebracht waren. Das Dach ist mittlerweile drauf. Die LED ist eingebracht. Ja, und hier seht ihr jetzt mal die Inneneinrichtung, wie sowas aussehen kann. Und damit sage ich Tschüss, denn das war's mit diesem Tutorial und dem Teil 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Dankeschön.